Unabhängig von ihren konkreten Aufgaben gibt es einige grundlegende Techniken zur Suche von unterirdischen Kabeln und Leitungen mit ihrem Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze UAT-600. Im Spannungsmodus können Sie Erdkabel allein mit dem Empfänger des UAT-600 orten. Der Empfänger findet zuverlässig alle spannungsführenden Leitungen in einer Tiefe bis zu 30 Metern. Im Radiomodus ortet der Empfänger auch unterirdische Metallleitungen wie Rohre sowie spannungsführende oder spannungsfreie Kabel. In beiden passiven Modi ist der Sender nicht erforderlich. Sie können den Empfänger auch im Induktionsmodus verwenden und mit dem Sender ein 33 kHz-Signal in den Boden einspeisen. Mit dem 33 kHz-Signal kann der Empfänger mehrere Leitungen schnell erkennen. Am genauesten bestimmen Sie die Position einer Leitung mit Ihrem UAT-600, indem Sie ein Signal direkt von seiner Quelle über die Messleitungen oder die Signalzange einspeisen. Stellen Sie den Empfänger einfach auf die gleiche Frequenz wie den Sender ein, entweder 8 oder 33 kHz. Der Empfänger erkennt dann nur das Signal des einzelnen Kabels, das mit den Messleitungen oder der Signalzange des Senders verbunden ist. Verwenden Sie zum Lokalisieren einer Fehlerstelle den optionalen A-Rahmen des UAT-600 zusammen mit dem Sender im Direktverbindungsmodus über Messleitung. Weitere Informationen finden Sie auf bhmpro.com.